Dann legen wir quasi los für heute. Wir haben jetzt das letzte Mal haben wir über die Gatter geredet und wir haben über die Speicherelemente, die digitalen, geredet. Und gesagt, es gibt Latches und Flip-Flops und all diese Dinge. Aber wir haben eigentlich noch nicht über konkrete Bauteile zum Angreifen geredet, aus denen ich tatsächlich diese Dinge aufbauen kann, wenn ich das wirklich möchte, dass ich eine Schaltung aufbaue aus einzelnen Gattern und jetzt nicht irgendwie komplizierteren Bausteinen wie Mikroprozessoren und so. Und damit fangen wir heute an, dass wir uns anschauen, was gibt es denn für Möglichkeiten, wenn ich eine Schaltung aus Gattern ausbauen möchte. Und da gibt es diese sogenannten Logikfamilien. Also da gibt es einige, die 7400er Serie ist eine sehr populäre und bekannte, aber es gibt zum Beispiel auch die 4000er Serie und die heißen halt so, weil das Chips sind, die beginnen alle mit 7,4 und dann kommen halt hinten zwei oder drei weitere Stellen, aber wenn man das hört, 7,4, dann weiß man schon, ah, das ist eine von dieser 7400er Familie und da gibt es dann irgendwo ein Buch, wo man nachschlagen kann, okay, diese Nummer ist 4 NAND-Gatter. Warum sagt er nicht 4 NAND-Gatter? Warum sagt er komische Nummer? Und ich weiß sie alle nicht auswendig. Also es gibt Leute, denen kann man irgendwas hinwerfen und sagen, ach, natürlich, ein BCD-Encoder. Aber ich nicht, aber man kann es online nachschauen. Und die Idee war eben, dass man sich einigt auf so eine Palette von Bezeichnungen und dann kann jeder Hersteller hergehen und kann dann zum Beispiel einen 7400, ich glaube, das sind 4 NAND-Gatter, Chip bauen und man ist sich quasi einig, welche Eigenschaften soll der haben. Und dann kann ich meine Schaltung auch planen und ich weiß schon, ah, dieser Chip, da haben die NAND-Gatter, an den Pins die Eingänge und an den Pins die Ausgänge und ich muss jetzt nicht irgendwie sagen, oh mein Gott, ich habe das für einen NXP-Chip gemacht und jetzt muss ich aber den Chip von einem anderen Hersteller einbauen, weil man baut einfach so einen 7400er mit der Nummer ein, egal wer den gemacht hat. So, und da haben wir in der Tat, 7400 ist ein vierfach NAND-Gatter. Also ich habe hier quasi eine kleine Liste von solchen Bezeichnungen aus dieser Serie. Also 7400 ist zum Beispiel ein Chip mit 4 NAND-Gattern drin, und 7002 ist ein Chip mit 4 NOR-Gattern drinnen und so weiter und so fort. Und man sieht, ich habe hier große Sprünge in den Nummern gemacht. Also es gibt quasi noch viel, viel mehr. Ich habe versucht, eine kleine Auswahl zu treffen von Chips, die man auch heute noch häufig findet. Wir werden ein bisschen dann noch reden über die Verfügbarkeit von diesen Chips heutzutage. Gut, also jetzt habe ich quasi diese Bibliothek von Bauteilen, aber das ist noch nicht alles, weil jetzt will ich vielleicht ein NAND-Gatter haben, aber ich will vielleicht ein NAND-Gatter, das ich mit 5 Volt betreiben kann. Oder ich will ein NAND-Gatter, das ich mit 3 Volt betreiben kann. Oder ich will ein NAND-Gatter haben, das ganz besonders schnell ist. Und ursprünglich war das kein Thema. Ursprünglich war das eben ein 7400 TTL-Technologie, 5 Volt. Und das war eigentlich quasi alles damit erledigt, dass man sagt, das ist ein 7400er. Aber jetzt kommt quasi eine neue Technologie auf den Markt und man kann diese Sachen eben zum Beispiel auch mit 3 Volt machen. Und dann wäre es ja blöd, sich quasi neue Bezeichnungen auszudenken und neue Typen auszudenken, weil es hat sich schon jemand überlegt, man braucht irgendwie was, wo Gatter drinnen sind, so Inverter sind irgendwie praktisch, Flipflops sind praktisch, vielleicht Alus sind praktisch. Dann kann ich ja quasi die Logikbeschreibungen von diesen Bauteilen weiterverwenden und einfach nur eine kleine Zusatzbezeichnung in den Namen hineintun, um zu sagen, das ist jetzt ein besonders schneller. Oder das ist einer, der mit kleineren Spannungen funktioniert. Und das schaut dann so aus, dass man hier ein anderes Präfix wählt, statt 7,4. Also es ist nur 7,4, wäre eben so Standard, 5 Volt. Und das wird man heute kaum mehr kriegen. Also das ist sehr schwer, dass man wirklich noch so ein Original TTL 7,4 kriegt. Aber es gibt dann so Dinge wie 7,4HC, die findet man sehr, sehr oft, High-Speed CMOS. Und ganz, ganz oft kann man die einfach als wenn das ein HCT ist, kann man die als Drop-In-Replacement verwenden für die alten TTL-Chips. Aber dann gibt es so Sachen, weiß nicht, VHC, Very High Speed CMOS.
Ich weiß jetzt auch nicht genau, was in dem Zusammenhang Highspeed und was Very Highspeed ist, aber die Idee ist klar, dass wir hier quasi so verschiedene Anhängsel haben. Und dieses Anhängsel, das sagt uns quasi, was die physikalischen Eigenschaften sind, welche Spannungen, welche Geschwindigkeiten etc. Und dann die Ziffernfolge, die hinten drauf folgt, die sagt uns eben, um welchen Typ von Chip es sich handelt. So, ja, und davor und dahinter gibt es dann noch was, hätte ich jetzt fast übersehen. Davor gibt es einen Kürzel für den Hersteller. Also jetzt haben wir jetzt einen Chip, der heißt SN74HCT32N. Also das ist ein furchtbar selbsterklärender Name, aber man kann das dann quasi runterbrechen. Und weil es SN heißt Texas Instruments. Und wenn ich jetzt nicht irgendwelche ganz obskuren Dinge mit diesem Chip mache, ist mir völlig egal, wer den gebaut hat, weil der gesamte Rest sollte eigentlich schon alles über diesen Chip aussagen, was ich so wissen muss. 74HCT ist eben dieses High-Speed CMOS TTL kompatibel. 32 heißt, das ist ein Quad-2-Input-OR-Gatter, den haben wir zum Beispiel in der Liste hier stehen, aber wenn ich einen habe, der nicht in der Liste steht, dann google ich den einfach und dann werde ich das schon finden. Ich weiß nicht, ob es das hier noch gibt, ich habe von mir so alte TTL-Datenbücher mal der Bibliothek gespendet und ich weiß nicht, ob sie noch da sind, als Kuriosum quasi, oder ob bei einem der Aufräumaktionen, die dann irgendwie dem Papiermüll zugeführt wurden. Aber wenn die noch rumliegen, dann kann man da mal irgendwie blättern, was es da gibt für hunderte und aberhunderte verschiedene Chips aus dieser Serie. Und der letzte Buchstabe, der sagt uns dann das Package. Und N zum Beispiel ist eben so ein DIL-Package, also ein Plastik-Package mit diesen Bändchen auf der Seite, das einfach so ausschaut, wie man sich klischee-mäßig einen Chip vorstellt. Nicht? Aber es gibt dann andere Buchstaben, die da hinten stehen könnten und dann ist das irgendein ein Ding, was man irgendwie SMD löten muss und so. Und das ist natürlich lästig, wenn man da irgendwie bis da alles beachtet und sich dann denkt, na, das wird nicht so wichtig sein, weil das genau definiert, ob das jetzt mechanisch auf meine Leiterplatte drauf passt oder eben nicht. Gut, und wie gesagt, es gibt dann noch andere Serien, also die 4000er Familie zum Beispiel ist auch eine bekannte Serie und im Bauteilsortiment hier haben wir zum Beispiel nicht die 7400er, sondern die 4000er CMOS-Familie aus verschiedenen Gründen, aber hauptsächlich darum, weil die halt einen sehr großen Spannungsbereich und so haben. Also von Haus aus schon bereits. Okay. Und das ist natürlich praktisch. Also jetzt kann ich solche Sachen machen und dann sage ich, okay, für meine Schaltung brauche ich jetzt irgendwie 28 NANDs und 2 Flipflops. Und dann schaue ich nach, welche Chips gibt es, die NANDs machen, welche Chips gibt es, die Flipflops machen. Dann kaufe ich die und löte die ein. Aber wenn ich eben Sachen machen möchte, wie, weiß ich nicht, da kommt dann eine Binärzahl hinein und da soll irgendwie die richtigen Pins für die 7-Segment-Anzeige bereits rauskommen, da gibt es dann eben Chips, die das schon können. Also da macht das dann durchaus Sinn, sich irgendwie ein bisschen anzuschauen, was gibt es denn da eigentlich. Aber das Problem ist, je spezieller das wird, was dieser Chip kann, desto größer ist unsere Chance, dass der Chip zwar in der Serie vorhanden ist, theoretisch, aber keiner baut ihn mehr. Also das ist so ein bisschen das, was man vorher abklären muss. Und wenn man sich jetzt eben so ein altes Datenbuch zum Beispiel hernimmt und einfach stöbert und sagt, ah, das ist aber praktisch, da gibt es einen Chip, der macht genau das, was ich möchte, dann kann es gut sein, dass es irgendwie, dass der so speziell ist, der macht genau das, was du willst, aber es gibt nicht so viele andere Leute, die gleiche Funktionalität wollen und es gibt keinen Hersteller mehr, der das Ding baut seit 20 Jahren. Diese 74C-Präfix hast du da oben nicht erklärt, was ist das jetzt dann? Das wäre die CMOS. Das CMOS, quasi ein CMOS-Äquivalent. Genau, das wäre nur CMOS. Also ähnlich wie die 4000er-Serie, nur ohne Highspeed. Ich habe noch solche Chips. Es gibt, ich weiß nicht, ob ich das da verlinkt habe. Ah ja, genau. Hier in der Übung gibt es. Da bin ich schon zu weit. Da ist der magische Suchbegriff TI Logic Guide. Also es gibt sicherlich auch von anderen Herstellern, ich weiß es halt von Texas Instruments, unter dem Namen, das ist eben so ein Dokument,
das nur diese, diese Kürzel hier beschreibt und sagt, was ist C, was ist HC etc. eben mit den tatsächlichen Daten und nicht nur einer, naja, HC steht für High-Speed C, weil das nutzt mir nichts, wenn ich eine Schaltung bauen möchte. Da will ich ein bisschen handfestere Informationen, als was der Name lang aufgeschlüsselt bedeutet. Und in dem TE-Logic Guide zum Beispiel findet man das sehr gut. Gut, also da ist es schwierig, ein bisschen den Weg zu gehen zwischen, nehme ich die zu speziell und dann finde ich sie gar nicht mehr, es gibt sie nur noch in der Theorie, oder nehme ich irgendwie nur die ganz einfachen Gatter, also irgendwie das ist dieses Vierfach NAND, das wird es wahrscheinlich in 20 Jahren auch noch geben als Chip, aber daraus irgendwie was Aufregenderes zusammenbauen ist halt eher mühsam. Und für die meisten Sachen gibt es jetzt besser. Die gibt es eben auch in DIL. Ich weiß nicht, ob das einer der Bereiche ist, wo man dann manche Sachen nur noch auf SMD bekommt, weil natürlich gerade für diese Chips ein großer Markt irgendwie Produkte sind, die eben seit 30 Jahren unverändert gebaut werden. Und wenn die halt irgendwie damals schon mit einem DIP-Package waren, also da weiß ich nicht, ob es da, weil bei anderen Baustellen gibt es dann oft, Bausteinen gibt es ja oft diese Einschränkung, dass ich den Baustein dann einfach gar nicht mehr bekomme in einem Bauteil mit Durchsteckkontakten, sondern ich habe das dann nur noch als SMD-Bauteil. Ich weiß nicht, ob das da auch ein Thema ist bei diesen Chips. Wenn man aber moderne Geräte aufmacht, irgendwie so Multimeter oder solche Sachen, dann findet man auch noch sehr oft den einen oder anderen 74000er oder einen 4000er Chip da drinnen, irgendeinen Hex-Schmidt-Trigger oder sowas in der Richtung. Das verirrt sich auch in neuere Designs noch ab und zu. Also es ist nicht nur zur Kompatibilität mit grauen Vorzeiten da, sondern die Dinge, wo wirklich diskrete Gatter drinnen sind, ab und zu findet man den noch. Oder was ich sage, okay, da habe ich diese beiden Signale und ich will jetzt wirklich nur verunden. Und dann wird es irgendwie komisch, dafür einen Mikrocontroller zu verwenden oder sonst was, und dann ist es oft einfacher, wirklich noch mal schnell ein diskretes Gatter wo einzubauen. So weit sind wir gekommen, dass wir bereits zu Gattern diskret sind. Ja, bei den SMT-Vorurteilen gibt es sogar einzelne Gatter pro SMT. Mhm. Das ist dann wirklich interessant, weil du kannst dann dorthin setzen, wo du das brauchst. Auf der ja, Welt. Es gibt auch so Multifunction-Gates. Wir haben sowas ein Bauteilsortiment, was irgendwie drei Eingänge hat und je nachdem, welchen von denen man konstant auf High oder Low legt, sind die anderen beiden eine Logikfunktion, eine spezielle. Und dann kommt man quasi in Bestückungsautomaten, da braucht man nicht irgendwie fünf Rollen für, naja, ich brauche und ich brauche einen Jacke und ich brauche Boas und so weiter und so fort, sondern ich habe dann vielleicht nur noch zwei Rollen für zwei solche Multifunction Gates und ich muss halt quasi immer einen der Pins mit Plus oder Minus verbinden, damit ich dann die Funktion bekomme, die ich an der Stelle des Gates brauche. Okay. Also was sind die Vor- und Nachteile von solchen Logikfamilien gegenüber Alternativen? Und welche Alternativen haben wir überhaupt? Kannst du die Frage bitte nochmal stellen? Also was sind die Vor- und Nachteile von so Logikfamilien gegenüber den möglichen Alternativen? Und welche Alternativen hätten wir denn dazu, solche Logikfamilienbausteine einzusetzen? Naja. Es kommt darauf an, wie viele Eingänge man hat, wenn man jetzt so eine Wahrheitstabelle hat. Aber wenn man mehrere hat, war es wahrscheinlich das einfachste, ein Brom oder sowas einzusetzen. Ah, ja, natürlich. Das ist eine hervorragende Antwort. Also, erinnere mich, dass ich darauf eingehe, wenn wir am Ende heute über parallele Busse reden, weil da passt es ganz gut. Ja, ich kann mit einem Brom jede beliebige Logikfunktion nachbauen. Naja, es ist nicht so schnell, aber... Wenn ich 100 Eingänge hätte, wäre ich schon an eine Grenze gestoßen.
Da stoßt du nicht nur in eine Grenze, sondern da bräuchte ich meinen Raum mit 2 hoch 100 Bits und das sind ungefähr 10 hoch 10. Oder? Ja. 10 hoch 3. 10 hoch 3. Also 10 hoch 2. Ja. 10 hoch 10, oh ja, 10 hoch 10, 10 Milliarden. Nein, mehr. Nein, das sind 1000 hoch 10. Weil alle 10 Bits sind quasi 1000, genau. Alle 3 Bits sind. Es ist 1000 hoch 10, es ist eine große Zahl. Es ist ich habe jetzt keine Ahnung, wie viele Atome es im Universum gibt und so, aber wir bewegen uns in diesen Größenordnungen. Genau, aber wenn es kleiner ist, wenn ich 10 Eingänge zum Beispiel hätte, dann könnte ich so einen 1 Kilobit Raum draufgeben und dann wird das schon passen. Was für andere Alternativen hätte ich? Gehen wir in das andere Extrem. Was ist denn, wenn ich einen einzelnen Inverter brauche? Genau. Nehmen wir einen Transistor. Weißt du, dann 2 Widerstände. Warum nehme ich dann nicht mehr einen Transistor? Was ist denn der Vorteil von einem Inverter gegenüber dem Transistor? Ist der Inverter nicht gleichzeitig ein Schmidt-Trigger meistens? Na, das muss dann schon stehen mit Schmidt-Trigger-Eingang. Aber das ist. Das Schaltverhalten ist aber schon sehr definiert. Ja, genau. Das ist das Hauptding. Ich habe einen Inverter, da habe ich ein gut definiertes Verhalten, wie der schaltet. Das sagt mir das Datenblatt, was ist die Rise Time, was ist die Fall Time. Und wenn ich jetzt selber eine Schaltung baue, und der Transistor und so Widerstände sind bereits eine Schaltung, dann muss ich mir dasselbe überlegen. Wenn wir jetzt von Rise Time und Fall Time reden, sagen wir, ich baue einen Inverter mit einem NPN-Transistor, ist dann für mich die Rise Time und die False Time das, was problematischer ist bei dieser Schaltung. Ich sage diese zwei Begriffe jetzt überhaupt nichts mehr. Ja, die Zeit. Das ist die Zeit, die ich, wenn ich quasi einen Ostsee anhänge und dann schaltet der Ausgang quasi ein und aus. Wie lang braucht der, damit er auf sein Ziel bewegt? Ach so, okay. Und bei Einschalten ist es halt die Rise Time und bei Ausschalten ist es die Fall Time. Danke, dass du da hingibst. Ich glaube, die Fall Time. Die Fall Time? Wann ist denn der Ausgang von so einem Inverter niederrhythmisch? Wenn der Eingang heiern liegt? Wenn der Eingang heiern liegt, also wenn das Basispotenzial hoch genug ist, dass der Transistor durchschaltet, was ist dann mit der Kollektor-Emitter-Strecke? Die ist durchgeschaltet, das ist praktisch verbunden. Dann habe ich quasi den Ausgang über die Kollektor-Emitter-Strecke gegen Masse gelegt. Aber wenn ich am Eingang dann abdrehe, dann habe ich zwei Probleme. Ich muss erstens mal die Basis ausräumen dazu. Also Bipolartransistoren, die schalten grundsätzlich mal nicht besonders schnell aus. Aber abgesehen davon, wo kommt denn dann der Strom her, der quasi den Eingang auf der anderen Seite umlegt? Dort ist ja quasi ein kleiner Kondensator, ob ich es will oder nicht, wo ich quasi ein bisschen Ladung hineinstecken muss. Und wo kommt denn dieser Strom her, der dort den Kondensator hat? Durch den Widerstand, genau. Damit habe ich per Definition einen vergleichsweise sehr hochohmigen Ausgang, wenn ich dann einschalte. Während bei so einem Gatter, wo ich irgendwie nur so ein kleines Symbol in meinen Schaltplan zeichnen muss, da ist eine ganze Schaltung drinnen, die quasi einen Transistor hat zum Einschalten, einen anderen Transistor zum Ausschalten, also eine Gegentaktstufe hat, damit das gut funktioniert. Also das ist definitiv ein Vorteil davon, wenn ich so einen Bauteil aus einer Logikserie verwende. Nur wenn ich jetzt einen Button invertieren möchte, ist es wurscht. Weil so schnell kann er den Knopf gar nicht drücken und wieder loslassen, dass das für mich ein ganz taffes Problem wäre, wenn ich den quasi über einen Transistor invertiere und nicht über einen Logikgatter. Also so muss man sich diese Dinge überlegen. Welche anderen Alternativen hätte ich denn heutzutage?
dass ich irgendwie sage, naja, da will ich jetzt eine Steuerelektronik machen, der hat ein digitales Eingangssignal, ein Ausgangssignal, vielleicht brauche ich ein paar Flip-Flops und so. Naja, ich habe zum Beispiel auch im Haus bei der Lichtschaltung X-Ohr-Gatter drin. Wenn ich zwei Wechselschalter hintereinander geschalten habe, wäre X-Ohr-Gatter. In gewisser Weise. Ich könnte das auch über Schalter lösen. Ja, du kannst es über Relais lösen quasi. Das ist teuer. Aber ja, es geht natürlich. Aber ich will auch fast drauf noch. Also es gibt programmierbare Bausteine und das könnten jetzt diese exotischen FPGAs sein, das könnten CPLDs sein, was ja, von der Architektur grundverschieden ist, aber für von außen gesehen einfach nur sowas wie ein kleiner FPGA. Das könnte ein Mikrocontroller zum Beispiel sein. Nicht? Wenn ich jetzt irgendwie meine Ampelanlage steuern möchte, dann wo die Eingänge darin bestehen, dass jemand irgendwie den Knopf drückt und so, dann brauche ich nicht unbedingt die Geschwindigkeit von einem FPGA oder einem CPLD, also von so einer echten Schaltung, sondern da kann ich genauso gut ein kleines Programm auf einem Mikrocontroller laufen lassen, das einfach ein Programm schrittweise abarbeitet und sich so überlegt, was ist jetzt der richtige Wert für den Ausgang in Reaktion auf diese Eingangssignale. Bei einer programmierbaren Logik habe ich den Vorteil, dass ich die Zeiten voraussagen kann. Was ich bei einer Mikrocontroller wahrscheinlich die Latenzzeit ist wesentlich größer. Ja, also sie ist größer, aber wenn du weißt, was du tust, kannst du es ja auch voraussagen. Also entweder indem du quasi nachdem du programmiert hast, die Sachen gut spezifizierst, oder auch indem du quasi sagst, von vorab sagen wir, eine Millisekunde später soll dieses Signal reagieren. Also, ja, eine Millisekunde, das ist viel Zeit, dann können wir schon machen in einem Programm. Und dann kannst du andere Mechanismen in Mikrocontroller, die haben ja meistens so Peripherieelemente eingebaut, verwenden, damit du dich genau synchronisierst auf diese Zeit. Dann zu gewissen Zeitpunkten umschaltest. Und so. Aber es ist in generell nicht so schnell. Nicht? Also wenn ich große Geschwindigkeiten haben möchte, also weiß ich nicht, wenn ich jetzt irgendwie meine kleine Spielzeugampel, jetzt werde ich die Ampel heute den ganzen Tag, meine kleine Spielzeugampel habe und ich bilde mir ein, dass ich über PCI ansprechen möchte von meinem PC und ich komme drauf, naja, das ist aber eigentlich ganz einfach, da muss ich nur schauen, ob die Adresspins alle dieses Muster haben und dann kann ich hier aus den Datenpins was auslesen. PCI ist es nicht ganz so einfach, weil er dann diese PCI Configuration File und so kaputt da ist. Aber bei Etherbus zum Beispiel wäre das so einfach, da bräuchte ich mir sagen, wenn die Adresspins den Wert haben, dann kann ich da aus dem Datenpin auslesen, ob die Lampe ein sein soll oder nicht. Und das kann ich nicht mit dem Mikrocontroller machen. Da kann ich nicht sagen, okay, ja, der Mikrocontroller, der schaut halt die ganze Zeit in einer Schleife auf diese Pins drauf. Dafür ist er halt nicht schnell genug. Dann müsste ich mir einen CPLD oder einen FPGA suchen. Ja. Und das ist in der Regel dort, wo es hingeht. Also es gibt heute kaum mehr Schaltungen, größere Schaltungen, die aus diskreten Gattern aufgebaut sind. Nichtsdestotrotz muss ich über diese diskreten Gatter Bescheid wissen, weil das natürlich zumindest logisch, wenn auch nicht physisch, der Building Block ist, aus dem ich meine Schaltungen zusammensetze, wenn ich so einen programmierbaren Logikbaustein verwende. Und gerade zum Experimentieren und Lernen sind die Bauteile natürlich praktischer als ein FPGA. Warum? Ich kann messen, was passiert. Ja. Ich kann einfach mit dem Oszillen hingehen und schauen, wann wird es dort high und das kann ich bei FPGAs eingeschränkt. Also es gibt dann schon Programme, mit denen man das FPGA-Design so übersetzen kann, dass es irgendwelche Spezialleitungen hat. Ich kann einfach nach außen für den Ostsee hingehen oder ich kann Chipscope zum Beispiel bei Xilinx kann ich direkt mit dem FPGA verbinden und dort ist quasi ein Mini-Logic-Analyzer dann mit eingebaut. Aber es ist immer, also es ist eine andere Dimension von wie mühsam ist es, eine Iteration zu machen und zu Erkenntnissen zu gelangen, verglichen mit, ich habe ein Breadboard und da stecke ich ein paar Chips rein und stecke halt Kabeln so um, wie ich glaube, dass ich diese Schaltung umstecken möchte. Also ich persönlich zum Beispiel, ich habe da immer so ein bisschen Sorge, wenn diese Sachen weiter und weiter verschwinden, dass das zwar sehr, sehr praktisch ist für die Leute, die
die reale Produkte bauen wollen. Aber es ist ein bisschen unpraktisch, wenn man einfach nur lernen möchte, wie diese Dinge funktionieren, weil die Einstiegshürde, die wird natürlich immer höher und höher. Gut, also den TE Logic Guide, den habe ich schon erwähnt. So, dann sollen wir hier eine Schaltung aus dem Block 84 betrachten und uns überlegen, welche und wie viele Chips aus dieser 7400er Serie wir brauchen. Und wie kann man die umbauen, sodass der Aufwand kleiner wird. Und offenbar war das damals ein Counter, weil hier steht nur noch den 7469 darf man nicht verwenden, das ist ein Counter. Also das wäre quasi so die Zernchip, der das macht, das ist das, was ich am Anfang gemeint habe. Block 84. Ach, das war diese Schaltung hier. Und ich sehe auch schon, was ich da gemeint habe. Also was habe ich denn hier für Bausteine? 1 und Nord, was ist das? Also ich habe hier, was ist ein Ohr? XOR, genau. Das ist ein XOR, genau. Was ist das da oben? Inverter. Und was sind das da? Flipflops. D-Flipflops, okay. Wie viele D-Flipflops haben wir? Das ist eine super Zahl, weil meistens kommen diese Dinger so in Viererblöcken. Also, wenn ihr erinnert es vorher, wo wir die Liste gehabt haben, da stand ja ganz viel dabei, Quad und dann halt eine Bezeichnung. Das heißt, wir können auf jeden Fall einen Chip nehmen für diese D-Flip-Flops. Dann haben wir hier drei XORs. Das ist auch kein Problem, ich kann mal einen Chip nehmen mit XORs. Dann haben wir zwei ORs, auch kein Problem, kann man einen Chip nehmen mit XORs. Vier ORs dann und dann verwende ich halt zwei. Und einen Inverter, das ist auch kein Problem, nämlich ein Watt. Ne? Also, wir können dann in die Liste schauen. Wir können sagen, ja super, Inverter gibt es hier im 6er-Pack, brauche ich halt nur einen. Flipflops hier, gibt es sogar im 6er-Pack. Und dann habe ich halt Ohrs und Zors. Dann komme ich schon super aus. Warum ist das irgendwie nicht so optimal, diese Lösung? Auch drei verschiedene Chips, oder? Ich brauche vier verschiedene. Vier verschiedene sogar. Ja. Vier verschiedene, ja. Vier verschiedene Elemente. Welcher wird sich dann anbieten, dass ich eine einspare? Der Inverter, der müsste doch irgendwie. Nein. Okay. Ja. Nein, wir haben keinen. Oh ja. Oh ja. Ja, wir machen den Inverter. XOR. Ja. Und beide Einsen ist ein 0. Genau. Aber also, wie schaltet das XOR? Ich schalte, wenn beide 0 sind. Ja, wenn beide 1 sind, ist ein 0. Wenn beide 0 sind, ist ein 0. Wenn sie ungleich sind, ist es ein 1. Ich glaube, der Feuermelder in der Küche. Nein, nein, der klingt anders. Das ist nicht das der Herd. Was auch immer. Okay. Ja, für den Feuermelder ist ein bisschen dezent. Nein? Ja, genau. Vielleicht. Okay, also, XOR heißt ungleich. Wie kann ich denn einfach sprachlich NOT als ungleich formulieren? Na, das wäre ein Buffer. Aber die. Lässt sich das irgendwie verhindern? Ich habe keine Ahnung, das ist. Man könnte ja einfach die Eingänge, darf ich das sagen, von mal auf Load. Also einen könnt ihr nehmen und einen und den anderen, einen könnt ihr fix auf ein Level ziehen, auf, ja. Auf Low. Aber auf Low bringt man nicht. Bringt man nicht, also auf High. Auf High, genau. Genau. Weil auf Low würde es heißen, ja. Ungleich 0. Genau, und dann ist 1 wieder 1. Genau, genau, aber ein Inverter ist quasi ungleich 1. Also lege ich einen auf 1 und den Eingang verwende ich und dann kommt das Invertierte raus. Dann brauche ich hier statt vier verschiedene Chips nur noch drei verschiedene Chips. Oder ich nehme eben diesen 7469, der da erwähnt worden ist und der macht genau das. Ja,
Darum ist es immer so schwierig, da vernünftige Beispiele zu liefern, weil damit ein Beispiel vernünftig ausschaut, will man quasi etwas machen, was irgendwie ja, so ausschaut, als ob es was Sinnvolles tut. Aber natürlich, als sich die Chip-Hersteller zusammengetan haben und diese Serie definiert haben, haben sich natürlich zusammengesetzt und überlegt, was wäre denn was Sinnvolles, was ein Chip tun könnte, und dann haben sie für die ganze Palette von Möglichkeiten. Okay. Fragen?